Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room for Old Sins. So, wir wollen mal gucken, was sich hinter den Koordinaten W85 verbirgt. Na komm, ja. So, jetzt müssen wir natürlich noch das andere finden, ne? Gucken, ob es das ist. Ich kann mich jetzt auch komplett täuschen. Okay, ich hätte vielleicht das erstmal aktivieren sollen. Und einmal wieder Raum verlassen und zurück. Hier in die Richtung. Hallo, ich habe Doppelklick drauf gemacht. Es ist nur dort irgendwas. Hä? Ich verstehe das nicht. Ach, jetzt blinkt das. Okay. N5. Drei neblige Tage haben unseren Kurs okay. Nach Norden verschoben. N5. Da wollen wir doch mal reingucken. Da bin ich mal gespannt. N5. So, und jetzt? Okay. Ah, stopp mal. Wir fahren ja gerade nach oben. Nee, ist wieder alles richtig eingestellt. Hä?
Da ist was. Hä, da ist doch was. Hä? So, hier ist ein Anker. Ah, ich sehe da oben was Rotes. Wir müssen bestimmt dahin. Ja. Und jetzt? Muss ich jetzt tauchen? Muss ich da rein? Ach nee, wir haben ja noch hier den Kran. Was holen wir aus der Schwabbelmasse? Eine alte Büste. Okay. Okay, okay. Ist das schon wieder ein Auge? Eine Perle. Oha. Wo könnte die wohl hingehören? Nee. Kann es sein? Nee. Da ist was drinne. Boah, dieses Gequatsche von dem Radio, ne? Das geht mir ganz schön auf den Keks. So. Oha. Okay. Hoch. Hi, Auge. Jetzt
245, 246. Ja. Ja, und jetzt? Ich hab ne Perle. Ich hab das Spiel durch. Nee, aber jetzt mal ernsthaft hier. Was muss ich machen? Muss ich wieder in das Zimmer? Oder muss ich da unten in das Zimmer? Und was mache ich mit der Perle? Kann ich die da oben hinlegen? Nee. Nee, jetzt mal ernsthaft. Hallo? Oder kann ich mit der Perle hier rumballern? Weil wir haben ja noch das Ding hier mit der Glocke. Nee. Oder vielleicht doch? Das ist eine Art Waffe, aber sie ist nicht geladen. Wow. Das habe ich auch schon mitbekommen. Wie es aussieht, kann ich das Auge am Kronleuchter im Grunde drehen. Der Zeiger darunter scheint anzugeben, in welche der Kuppeln es ausgerichtet ist. Aber woran erkenne ich das bitte? Das ist jetzt die Frage. Ich habe nirgendwo einen Hinweis. Och, ich muss da ganz schnell Doppelklick drauf machen. Verstehe das einfach gerade nicht. Gab's hier einen Hinweis? Nee, das ist ja diese komische Maschine, die wir schon aktiviert haben. Hä? Mit Hilfe meines Okulars erkenne ich rotierende Pfeile in den Kuppeln der Kronleuchter. Das Auge sieht nach links oder rechts, je nachdem, welchen Pfeil ich angebe. Was? Wenn das Auge einen Pfeil anblickt, bedeutet mir die Blickrichtung, wie ich diesen Pfeil positionieren muss. Okay. Hä?
Aber es blickt doch immer nur in die eine und selbe Richtung. Ah, ne. Ah! Okay. Ja. Nächstes Zimmer abgeschlossen. Kuriositätenzimmer abgeschlossen. Geht natürlich weiter. Was haben wir denn hier drin? Was haben wir hier denn? Okay. Und jetzt? So. 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 Hä? Ah! Ein graviertes Modelldach. Ah, das kommt bestimmt dahin. Wer hätte das gedacht? Da öffnet sich das Hintertürchen. Der Garten. Ja. Bis auf die Ecke gefällt es mir eigentlich. Na, okay, nee, da hinten ist ganz. Ach, nee, okay. Hat sich schon erledigt, dass es mir gefällt. Ist sehr trist und trostlos. Kann ich das mitnehmen? Okay. Hier ist wieder euer Büchlein. Forkman Garden steht drauf. So, ihr wisst ja Bescheid. Pausieren und lesen. So, was kann man hier machen? Ja, ich muss das irgendwie aufkriegen. Okay, also kann ich das noch nicht machen. Das demnach auch noch nicht. Kann ich hier was machen? Nö. Kann ich da eine Perle reinsetzen? Irgendwie. Nee, der will irgendwas mit 3 Punkten haben. Okay. Irgendetwas fehlt doch auf dieser Pflöcke. Was? Doch auf diese Pflöcke
Irgendwas sollte doch auf diese Pflöcke passen. Meine Güte! Aber bestimmt nicht die Perle. Höhöhö, hätte ja sein können. So, was ist das? Irgendein Böbbel. Aber irgendwie muss ich die Dinger hier doch aufkriegen. Diese Dinger hier würde ich gerne aufkriegen wollen. Die Frage ist nur, wo fängt man an? Ach, ich muss das... Kann es sein, dass ich hier irgendwie Wasser hinleiten muss? Aber wie mache ich denn das jetzt mit dem Wasser? Wo war die Küche? So. Und so. Jetzt kommt das Wasser nämlich da raus in den Brunnen. Denke ich zumindest. Und wieder das Auge aktivieren. Ja, da kommt es doch schon. Das ging bei mir jetzt zügig hier. So. Aber irgendwie macht er mir nichts. Hä? Hä, was war? Was zum... Okay. Oh Scheiße, muss ich die jetzt richtig drehen oder was? Ich hoffe es doch mal nicht. Oh, anscheinend doch. Ja, genau. Einmal so und so. So. Es müsste jetzt die andere Seite sein. Also muss das einmal so. Das einmal so und jetzt so rum. Sehr schön. Ich sollte vielleicht mal das Okular ausschalten. So. So. Hä?
Der muss dahin. Dann muss das Teil auf jeden Fall hier hinter. So, das muss hier hoch. Und das muss dahin. So. Ja, da bin ich mal gespannt. Ich habe wieder das Okular an, obwohl ich es hätte nicht gebraucht, aber naja. Das kommt auf jeden Fall wieder irgendwo am Puppenhaus ran. Jetzt stellt sich mir aber noch die Frage. Das hier. Das hier geht immer noch nicht auf. Und das ärgert mich noch. So, Garten, dann verlassen wir dich erst mal wieder. Und das eine Teil kommt hier rein. Okay, was hat sich da jetzt so verändert? Ja. Okay. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir in der nächsten Folge. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.